Hallo und herzlich willkommen zu Let's Show Heroes and Generals. Ja, diesmal bin ich nicht alleine. Ich habe einen wieder mit im Schlepptau und zwar den Mr. Miro. Miro, guten Tag. Da hört man ihn schon. Ja, das ist ein Free-to-Play-Online-Game, was er mir mal ans Herz gelegt hat. Und ich habe es mal so ganz entspannt, so locker flockig, mal installiert. Nach dem, ich glaube, fünften Mal ermahnen, dass ich mir doch nur endlich mal runterladen soll. Ja, an sich ist er ein ganz normaler Ego-Shooter. Vorher, ja, man muss sich halt runterladen, ganz normal installieren. Und man kann auch, ja, sich, also man muss man sich ja zu diesem Spiel erstmal anmelden. Man kann es nicht, man muss. Ja, dann bekommt man so ein Interface, das kann ich leider nicht zeigen. Nee, das kann ich leider nicht zeigen, weil Fraps der Meinung ist, ja Leute hier, oder ja Ada, du, ich möchte jetzt nicht deinen Desktop ausnehmen, weil ich keinen Bock dazu habe. Ja, nicht so schön. Ja, kann dann ja mal, oder wir können ja mal beide versuchen, das zu beschreiben. Da sieht man bei dem ersten den Soldaten, ne? Mhm. Wo man denn also halt den Soldaten ausrüsten kann an sich. Mit, ja, was sind dabei? Mit Waffe, Ribbons. Was noch? Granaten, Messer, Schaufel. Genau. Ja, er hat verschiedene Granatensorten. Man kann auch eine Mine nehmen, eine Fahrzeugmine, eine Personenmine. Er teilt alles gleich. Man kann seine Waffe komplett modifizieren. Zum Beispiel einen neuen Abzug ranbauen, ein besseres Zielvisier, ein Lauf. Alles, was man halt dran hat an der Waffe, kann man drauf montieren. So, und jetzt wird schön Fahrrad gefahren. Jo, ein schönes deutsches Fahrrad. Man kann natürlich auch so eine Barrel Roll machen, wie wir es gerade gemacht haben. Ja, und wir stecken mit dem Fahrrad in. Ich hab da. In der Brücke. Neuer Versuch. Ja, man hat ja verschiedene Soldatenklassen. Genau. So einen wäre der Fallschirmspringer, der Grenadier, der Gewehrschützen, MG-Schütze, Panzerabwehrtrupp, Scharfschütze. Alle haben verschiedene Layouts, mit denen sie starten. Ja, das gängigste Layout ist eigentlich das G43. Und, ja, mein Panzerfahrrad hat bloß eine Pistole. Sehr schade finde. Ja, Piloten. So, wenn man was Bestimmtes machen möchte, muss man verschiedene Soldaten sich erstellen. Man kann nicht gleich einen Panzer fahren. Man kann auch gleich kein Flugzeug fliegen. Dazu braucht man spezielle Einheiten. Zum Beispiel Pilot oder Panzerpilot. Ja. Und da kommt gerade ein Panzer 1. Mhm. Rechts von uns. Der Panzer 1 ausgerüstet mit 2 MGs. Wir werden beschossen. Ja. Steig mal lieber ab. Ja, an sich, also man hat ja auch verschiedene Panzer. Ich habe auch schon Tigerpanzer gesehen. Panther-Panzer ist garantiert auch mit bei. Was? Ein Panther-Panzer? Noch nicht, der soll aber noch kommen. Gut, ja, das ist erstmal die Beta, man sieht es ja auch rechts oben. Die Vorversion wird dann dermaßen viele Updates haben dann, die dann in, die mich töten, weil sie so grandios sind. Ja, ich bin tot. Der war rechts irgendwie im, ja, im Wald. Ja, man hat natürlich auch so einen geilen Kübelwagen mit einem in der Luft schwebendes MG42. Ja, da fehlt die Lafette ist ja der Zweibein. Ja, dieses. Röhrchen. Röhrchen, Stange. Genau. Das Montierröhrchen fehlt da. Genau. Und ich habe den Kübelwagen geschrottet. Scheiße. Ich leg damit auf die Seite. Auch geil. Ja, das G43, das hier, das ist ein ganz normaler Semi-Automatik-Karabine, wie man die damals halt in der deutschen Wehrmacht hatte. Dazu den Einzelschuss-Repetierer ist das denn das K96-Karabine. K98. Ja. Oder K98, ja. Ja. Also man kann sich auch, also man kriegt auch Geld am Ende der Runde immer.
Und muss sich halt auch erst diese Waffen immer erst kaufen. So, wir machen jetzt ja, erstmal. Ich hab jetzt schon länger, ich hab jetzt länger gespielt, ich hab alle Waffen bei mir rumgekriegt. MG42, MP40, K98, und das G43. Und ich muss sagen, die Waffen unterscheiden sich von den amerikanischen nicht so wirklich. So, und ich habe gerade einen mit der Pistol-Plug gemacht. Da ist jetzt. Da muss. Da um Ecke ist noch weiter. Ich weiß. Ja. So, dann starten. Das Spiel ist, auch sehr auf Strategie getrimmt. Man hat auch einfach einen Strategieteil. Adler leider nicht zeigen kann, da sich der im Browser abspielt. Genau. Also man kann Sturmtrupps erstellen und dann auf der Karte verschieben zu größeren Hitspots, ne? Also zu großen Events da, wo was immer jetzt sein soll. Ja, und da einfach mitmischen. Die Sturmtrupps kriegen auch, kann man auch, ja, steigern, erhöhen von Level her. Zum Beispiel aus einer Infanterieeinheit kann ganz schnell Fallschirmjäger werden oder Kübelwagenfahrer oder sonst was. Oder Halbkettenfahrzeugfahrer. Ja, da gibt es noch verschiedene Stoßtruppen mit Panzer, Grenadierwächter, Sniper gibt es auch noch einen Stoßtrupp von. Also ist sehr unterschiedlich. Genau. Ja, dieser Schlachtzugmodus ähnelt eigentlich Supremacy 1914. Vielleicht kennt das der einer von euch. Das ist ja auch das Echtzeit-Strategiespiel. Ja, was sie ab und zu mal in der Werbung zeigen. Ja. Ja, dann gibt es halt hier ganz normal den Ego-Shooter-Modus. Den zocken wir eigentlich sehr, sehr häufig. Oder eigentlich immer, beziehungsweise nur. Immer? Ja. War der andere noch nicht richtig klarkommt mit auf das andere, was da noch alles sonst gibt? Ja, natürlich. Hat er gesagt, das interessiert ihn nicht so richtig. Ja, genau. Na, erstmal muss er Geld farmen, um da so eine Stoßtruppe überhaupt zu bekommen. So, D1. Ja, ich würde sagen, wir gehen auf D1, dann ist der Krieg gleich wieder vorbei. Und dann ist es wieder stundenlang in der Warteschlange anstehen. Nein, so schlimm ist das natürlich nicht. Aber die Wartezeiten sind schon relativ lang. Weil es ja nur noch eine Beta ist und ja, sehr wenig Server gibt. Und das war's schon. Ja. Ja, jetzt sehen wir hier das wunderschöne nicht. Das ist das wunderschöne Verteilungsscreen. Ja. Wie viele Punkte man gemacht hat, wie viel Geld man gekriegt hat. Ja, die Kriegskasse sieht man. Ja. Und noch ist es so, damit man am Ende eines Spiels den ersten Sieg des Tages 4 Gold bekommt. Das ist die Cash-Währung hier. Ja. Ich krieg gar kein Gold. Premium. Bonus 0. Krieg Gold. Ja, ich hab wieder 4 bekommen. Ich nicht. Fürs Nichtstun. Ach, da oben verdientes Gold. Ah, ich sehe. Aha. Augen auf. So, würde jetzt sagen, wir machen noch eine Runde, weil die war noch ein bisschen. Die war ja noch knappe 10 Minuten. Ich mache denn hier einen Cut. Das wird dann eine Folge und die nächste Folge folgt, wenn wir ein neues Game gefunden haben. Also gleich wieder da. Da sind wir auch wieder. Und auf in den Kampf. Ja, da fährt schon ein Halbkettenfahrzeug schon hier. Von uns. Ja, pfeifen kann man auch. Richtig genial eigentlich gemacht. Ja, da sozusagen hat das hier, nehme ich mit. Ich will mit. Genau. Signal. Da sieht man den Reichsadler bei ihm auf Uniform. Also ich finde die Uniformen sind so richtig, haben sie richtig gut detailliert gemacht. Ja, das Problem ist nur, wir kommen gerade in den Vollbit-Modus. Hehe. Mist. Ja, wenn man sich angemeldet hat hier beim Heroes and Generals, da kann man sich dann, also direkt nach der Anmeldung, kann man dann wählen zwischen der deutschen Wehrmacht, wie man hier sieht. Und den Amis. Die Amis. Ja, ich habe mich natürlich, wie soll es auch anders sein, für die deutsche Wehrmacht entschieden. ja, um einfach, ja, wer mal beide Seiten spielen möchte, der muss sich dazu einfach nur zweimal anmelden. Nein, braucht er nicht. Du kannst nach jedem, kannst nach jedem Krieg wählen, wo du nachher hingehen möchtest. Ach so. Ist der Krieg nachher vorbei, ist alles, ist London eingenommen oder Berlin eingenommen, ist der Krieg vorbei und kannst deinen Standort neu wählen.
Ah, okay. Weil du kannst deine Army neu erwählen. Du hast jedoch nicht die Waffen und den Fortschritt bei den Amis, wenn du mit den Deutschen gespielt hast. Ja. Jo. Ja. So wie es aussieht oder anhört, haben die hier Mörser oder so? Panzer, das ist die Hellcat, den schießt. Wie Hellcat, warte mal. Das ist der Stuart, der schießt mit HE. Das knallt so schön. Ach, da hinten ist es. Ja. Zu erwähnen ist auch noch, die Panzer haben zwei Munitionsarten: einmal AP, also Armor Piercing, und dann nochmal HE, hier hochexplosive. Die hochexplosiven, ja, die hochexplosiven werden gerne mal gegen die Infanterie eingesetzt, um die ein bisschen zu trollen. Sozusagen. Oh, naja, was will man sonst machen? Damals auch nicht anders. Jo, so sieht's aus, so sieht's aus. Ja, sichtbar. Deutschland, Pontonbrücke und bald neutralisiert. Ja, ich muss jetzt oder würde gerne mal gucken. Oh, da steht auch schon ein. Komm rein in B3. Was soll denn B3? Rein ins Haus kommen. So. Ich muss ganz schnell weggerannt. Ja. Ich möchte erstmal den Drahtesel hier zeigen. Ein deutsches Fahrrad. Dieses schöne alte deutsche Fahrrad. Aber. Sagen, für ein Free-to-Play hat man dieses Spiel eine verdammt gute Grafik. Ja, das ist echt. Also, ich hätte es echt nicht erwartet. Weil man stellt sich an Free-to-Play immer ein bisschen anders vor, mit Grafik und so. Aber das ist echt super gemacht. Also, es könnte, wenn man es einfach nur so sieht, ein Vollpreistitel so gesehen schon sein. Einfach nur von der Grafik her. Ist da was? Ne. Oh doch. Da hat man eben gerade den Schuss gesehen. Krebelt die Logo. Und down. Da war eine Thompson. Die kam um eine Ecke. Hey. Wunderbar. Naja, also so ein Sichtungssystem wie bei Battlefield gibt es hier nicht. Die Namen werden das angezeigt, wenn man nicht vor denen steht. Man muss wirklich gute Augen haben für das Spiel. Jo. Du hattest es auch erwähnt. Es gibt verschiedene Witterungsverhältnisse. Es gibt Tag, es gibt Nacht, es gibt Nebel, es gibt Regen, es gibt Schnee. Mhm. Ja, und Nebel ist echt. Also der Nebel ist ekelhaft. Echt dicht und das ekelhaft. 5 Meter Sichtweite und ab 10 Meter kannst du bloß noch Umrisse sehen. Wie das war schon? Ja. Ja. Ich habe keine Sturmplätze mehr frei. Muss er das Squad wechseln? Ja, das, die Verdienste werden vergeben, sobald du schon. Weiter. Ja, ich wurde gerade rausgeschmissen aus dem Game, weil keine Sturmstruppen mehr verfügbar waren. Und dieses Mal, also darum wurde ich jetzt erstmal rausgeschmissen auf dem Desktop. Hätte ich das. Achso, wir haben generell keine mehr. Ich kann nicht mehr zugreifen. Oh. Das ist jetzt. Sturmtrupp wird angegriffen. Also, ich sind generell keine freien Plätze mehr vorhanden. So ist natürlich super. Ja. Ja. Dann. Machen wir Pausierk hier und dann gibt nochmal eine richtige Runde. Hoffentlich. Ja. Gleich wieder. Wir hoffen auf eine richtig schöne lange Runde mal.